Diese zwei Herren sind Forschern von den zwei der renommiertesten Universitäten. Wegen persönlichen finanziellen Beschränkungen waren sie interessiert in Smart Home Devices. Lasst uns ihnen ein warmes Willkommen geben. Vielen Dank. Test 1, 2, 3. Vielen Dank. Das ist Dennis. Ich bin Daniel. Und heute werden wir über Staubsauger und im Speziellen über Xiaomi Staubsaugerroboter reden. Da hinten gibt es schon ein paar Fans. Ich entschuldige mich für falsches Aussprechen des Namens des Verkäufers, weil ich keine Ahnung habe, wie man richtig ausspricht. Aber fangen wir mit ein paar Zahlen an. Warum haben wir uns dafür entschieden, uns auf die Xiaomi-Devices zu beschränken? Also die Behauptung ist, dass es 50 Millionen verbundene Geräte gibt in 2016. Und sie behaupten auch, dass sie 1,9 Billionen Euro in 2016 erwirtschaftet haben. Das sind sehr beeindruckende Zahlen. Und der größte Punkt für uns war, dass die Geräte einfach extrem billig sind im Vergleich zu anderen, wie zum Beispiel andere Staubsaugerroboter, die im Bereich von 100 Euro, 1000 Euro liegen. Dafür kriegt man 4 Staubsaugerroboter von Xiaomi für dasselbe Geld. Und deshalb haben wir uns für Xiaomi entschieden. Und dann haben wir diese Werbung hier gesehen. Für ihre Staubsaugerroboter haben sie 3 CPUs. Warum braucht man 3 CPUs in einem Staubsaugerroboter? Und unsere Augen waren bereits wie dieses Bild hier. Wir waren sehr daran interessiert, was da los ist auf diesen Staubsaugerrobotern. Wir haben einen Strick zurückgemacht und haben uns angeschaut, wie das Ökosystem von dem Staubsauger aussieht. Ein zentraler Punkt ist das Smartphone und die App drauf. Und dann gibt es natürlich die Smart Devices, also die Staubsauger und die Glühbirnen. Und es gibt auch Smart Wasserkocher und andere Sensoren, die über ein Gateway angesprochen werden. Das zeigt schon, dieser Pfeil hier ist punktiert. Das bedeutet, während der Verbindungsphase sprechen Sie direkt mit dem Smartphone, und nachdem Sie dann verbunden sind, werden Sie eine direkte Verbindung zur Xiaomi Cloud haben. Es gibt also keine Kommunikation über die App mehr, also direkt mit dem Gerät, sondern es geht alles über die Cloud. Man kann auch sehen, dass es auch andere Techniken gibt und Protokolle gibt, zum Beispiel Bluetooth und Zigbee. Das ist jetzt schon das Ende meines Teils. Und jetzt wird euch Dennis etwas mehr Details über diese Staubsauger geben. Und ich werde einfach nur das Gerät hier vorstellen. Danke, Daniel. Schauen wir uns den Staubsauger mal genauer an. Das ist wieder eine Werbung. Und man sieht, es hat sehr viele Sensoren. Und der wichtigste ist hier dieser LiDAR-Sensor. Der hat sehr viele Infrarotsensoren um das Gerät herum. Auch ein Gyroskop und ein Beschleunigungssensor. Und man fragt sich natürlich, warum braucht es, aber es ist eigentlich ganz nett. Wir haben gesehen, es hat sehr viele Sensoren, und wenn wir es natürlich knacken, dann wäre das ganz nett. Wir haben sehr viele Sachen probiert, um Zugriff auf das Gerät zu bekommen. Ein Weg war, direkt über Hardware drauf zu kommen, das andere war ein netzwerkbasierter Angriff. Das hat einfach auf Micro-USB angeschlossen. Unglücklicherweise, das funktioniert nicht.
weil man dann eine Authentifizierung dafür braucht. Und dann haben wir geschaut, ob es eine serielle Schnittstelle gibt auf dem Board, aber das haben sie leider auch nicht beschriftet. Das heißt, wir hatten auch keine Möglichkeiten. Okay, dann schauen wir mal, wie ist das im WLAN funkt und ob es irgendwelche Ports offen sind, zum Beispiel Telnet. Und so Geräte lieben es, offene Telnet-Ports zu haben. Aber Portscan hat leider auch nicht funktioniert. Alle Ports waren geschlossen. Und den Netzwerkverkehr mitzulesen hat auch nicht funktioniert, weil alles verschlüsselt war. Der nächste Schritt ist dann, man baut es komplett auseinander. Also man löst jede Schraube und schaut das ganze Gerät an. Wir waren sehr überrascht, dass es sehr einfach war, das auseinanderzubauen. Und wir glauben, dass es... Man kann es einfach ausstecken und die Teile auseinanderziehen. Was wir hier sehen, ist das Layout des Boards. Man sieht hier ist der Anwendungsprozessor, das ist ein Quad-Core mit 1,6 GHz pro Kern. Und angeschlossen daran sind 512 MB von RAM. Es hat auch 4 GB Flash und ein WLAN-Modul, mit dem das ganze Gerät dann mit dem WLAN kommunizieren kann. Für die ganzen Sensoren haben wir hier ein STM-MCU, das die ganzen Sensoren handelt. Das ist ein ARM Cortex. Das kennen wahrscheinlich viele von euch. Es gibt ja auch noch ein zusätzliches MCU in dem L-Leader, das wir vorhin gesehen haben. Das sieht man aber hier in dem Bild nicht. Auf der Rückseite sieht man sehr viele Testpunkte, die beschriftet sind mit Testbahn 1 bis wie auch immer. Und das Problem damit ist, das gibt uns absolut keine Informationen, ob wo jetzt ein UART-Anschluss ist. Wir haben gesehen, die einzigen zwei Testpunkte ohne eine Beschriftung sind tatsächlich die UART-Anschlüsse. Aber wenn man sich daran verbindet, sieht man leider auch gar nichts. Im nächsten Schritt müssen wir eben die Hardware irgendwie angreifen, um Root-Zugriff zu bekommen. Und unsere Waffe, die wir gewählt haben, war Aluminiumfolie. Die Idee dahinter ist, dass wenn man ins Datenblatt schaut, dann sieht man, dass es einen Fallback-Mode gibt. Und wir haben die Aluminiumfolie unter den Chip gesetzt und haben da die gewisse Data-Lines einen Kurzschluss verursacht. Und dadurch konnten wir dann mit USB verbunden und ein kleines Tool hochladen, das dann das komplette Speicher auf einen USB-Speicher dumpt. Mit dem Speichern konnten wir dann ein paar Änderungen machen. Wir hatten leider keine Checks. Und dann haben wir es einfach wieder drauf gespielt auf den Chip. Das Interessante darüber war, dass genau eine Schicht von Aluminiumfolie darunter passt. Wenn wir dann einen Blick in dieses Bild von dem Cleaner reinstecken, läuft da Ubuntu-Software. Und die meisten davon sind noch in Original-Software. Zur Navigation verwenden wir den Player, eine Open-Source-Software. Eine Sache, was wir herausgefunden ist, dass auf dem USB läuft ein gewisses ADB, aber die machen halt auch eine eigene Authentifizierung und da haben wir leider die Information nicht zu, um diesen Port zugreifen zu können. Aber interessanterweise haben sie SSH, aber die SSH läuft, aber es ist über IP-Tables gesperrt. Schauen wir uns jetzt mal die Daten an, die auf dem Gerät sind. Anscheinend lieben sie Logfiles. Sie haben Syslogs, wo drin steht, wie lange
das Gerät gebraucht hat, um was zu reinigen, und das Gebiet, das abgefahren wird, und auch SSIDs vom Netzwerk. Und wir haben auch hier TCP-Dump benutzt, warum man das weiß nicht, aber das könnt ihr euch wahrscheinlich selbst denken. Und für alle von euch, selbst wenn das Gerät einfach nur rumsteht, dann generiert dieses Gerät sehr, sehr viel Daten. Und wenn man es dann zum Putzen einsetzt, dann ist es noch mehr, viel mehr Daten. Und da ist es natürlich sehr interessant, dieses Gerät zu routen. All das geht in die Cloud, also der Verkäufer hat diese Daten. Und wenn man das Gerät zurücksetzt, dann wird das Betriebssystem von einem Recovery wiederhergestellt, aber die Daten werden nicht gelöscht. Das heißt, die sind immer noch auf deinem Gerät. Das heißt, wenn du dein Gerät zurücksetzt und es dann weiterverkaufst, dann hat dann der nächste Käufer Zugriff auf deine Daten wie dein SSID und das Passwort von deinem WLAN-Zugang. Das hier sind die Karten, wie sie auf dem Gerät aussehen. Das ist ein Open Source Player Software, und das sind hier Bitmaps. 1024 mal 1024 Pixel, und ein Pixel sind ungefähr 5 cm. Der Leader ist wesentlich genauer, aber die Auflösung wird halt nur in einer Genauigkeit von 5 cm abgespeichert. Bevor wir uns jetzt genau die Kommunikation anschauen, wollen wir uns die Konfiguration anschauen. Eine Sache, die relativ gewöhnlich ist, dass jedes Gerät eine eindeutige Device-ID hat. Also, das kommt von der Herstellung. Theoretisch kann man es ändern, aber. Und es gibt zwei Arten von Keys zu entschlüsseln: also ein Cloud-Schlüssel für die Kommunikation mit der Cloud, und das ist nie geändert. Und ein Token, der nur benutzt wird, um mit der App zu kommunizieren. Und dieser setzt sich jedes Mal zurück, wenn du dein Gerät zurücksetzt. Wir wissen, dass es sehr viele Angriffe gibt, über diesen Token gibt, aber jedes Mal, wenn du jedes Mal nochmal neu zum WLAN verbindest, wird dieser Token zurückgesetzt. Wenn man es einfach in einer einfachen Ansicht nimmt, diese Cloud-Kommunikation, alles in dieser linken Box hier sind die Interna des Staubsaugers, also sehr viele Prozesse, die auf dem Gerät laufen. Und der zentralste ist dieser Mio-Client, der die Kommunikation zwischen außen und innen übernimmt. Hier sind ein paar Beispiele, was gesendet werden könnte mit dem Cloud-Schlüssel. Die werden dann verschlüsselt und entschlüsselt und wieder im Plaintext und die Antwort wird wieder zurückgeschickt an den Mio-Client. Wieder verschlüsselt und wieder an die Cloud geliefert. Die Firmware und einzelne App-Daten werden auch verschlüsselt über HTTP gesendet. Werfen wir einen Blick auf den Update-Prozess. Von der Cloud kommt ein verschlüsseltes Paket mit der Information, wo mit der URL von der Seite, auf der das Firmware die Firmware gedownloadet werden kann. Also kann das ziemlich einfach angegriffen werden. Denn im nächsten Schritt, beim Download, das ist hier jetzt sehr vereinfacht dargestellt werden des Speichers, als erstes kommt eine aktive Kopie auf dem IoT-Device, weil für gewöhnlich gibt es zwei Kopien des Betriebssystems. Das Paket wird gedownloadet. Es wird gecheckt, ob der MD5 okay ist.
wenn das okay ist, gibt es einen geheimen Schlüssel, mit dem das Ganze entschlüsselt wird und entpackt wird. Im nächsten Schritt, das ist jetzt wichtig, wird es mit dem Root-Passwort abgedatet und danach wird die passive Partition abgedatet. Der Staubsauger wird dann etwas rebooten und im nächsten Schritt die ursprünglich aktive Kopie bespielt. Wie funktionieren Firmware-Updates? Es gibt zwei Arten von Firmware-Updates. Einmal die verschlüsselten TAG-GZ-Archive oder ein vollständiges Image der Disk. Sie waren sehr kreativ bei dem statischen Passwort, das ist nämlich einfach RockRobo. Die Firmware-Updates sind verschlüsselt mit AES und die Integrity ist dabei geschützt. Die MD5 wird dabei von der Cloud zur Verfügung gestellt. Jetzt haben wir das Passwort von der Firmware und können die neu bauen. Wir nehmen einfach die Firmware und bauen sie selbst, bauen unsere selbstgebauten Key-Files rein. Wir entfernen die IP-Tables und können dann die Update-Befehle selber schicken. Der Staubsauger akzeptiert das wunderbar, wenn der Token stimmt, wie zum Beispiel von der App zur Verfügung gestellt wird. Nach ein paar Minuten konnten wir uns dann einloggen und es ist einfach ein normales Ubuntu-System. Und wir hätten hier unsere eigene Software installieren können. Von da aus können wir auch direkt die Sensoren ansprechen und auslesen. Das ist ein Bild von einem Lichtsensor. Nun wollen wir unabhängig werden von der Xiaomi Cloud werden. Dafür haben wir zwei Möglichkeiten. Zum einen, entweder wenn wir noch die App noch benutzen wollen, ersetzen wir das gesamte Cloud-Interface. Wenn wir die Cloud komplett wegnehmen wollen, nehmen wir den alten Client weg und installieren unseren neuen Client. Und nehmen dann zum Beispiel einen FHEM Home Assistant Cloud oder ähnliches. Oder wir schalten die Kommunikation zur Cloud aus. Die andere Möglichkeit wäre über die Proxy-Kommunikation. Dafür gibt es ein... Das ist eine komplette Emulation. Man kann also einfach Pakete in die wirkliche Cloud weiterleiten oder man kann es einfach als lokale Cloud laufen lassen. Also einfach Befehle ändern. Komplett oder total unterdrücken, aber möchte man natürlich Firmware-Updates nicht haben, damit man die eigenen Änderungen nicht überschrieben werden. Das ist also eine Art, wie man das machen kann und wir haben das auch auf unserem GitHub veröffentlicht. Ein paar Beispiele. Man kann seinen eigenen Home-Automatisierungs-Server benutzen oder als Webradio oder als Dateiserver. Aber es geht halt nur bis 2 GB, das ist also nicht sehr groß.
Aber das gute Ding ist, dass das Gerät hält für zwei Tage lang hält, wenn der Strom ausfällt. Und ich weiß, dass die Frage kommt, kann man es dafür benutzen, Bitcoins zu minen? Aber das, ich glaube, die sind heutzutage einfach zu langsam. Tut mir leid. Aber vielleicht, wenn man eine Million von den Geräten hat, dann funktioniert das wahrscheinlich. Für den Home Automation Server haben wir ein paar Beispiel-Firmware, wo wir FHIM installiert haben auf dem Staubsauger. Und wir sehen hier, dass man lokal laufen lassen kann. Wir kennen den Token, weil wir direkt darauf zugreifen können. Und dann kann man sein eigenes Home-Automatisierungssystem drauf laufen lassen. Also man braucht keinen Raspberry Pi, sondern nur einen Staubsauger. Wir haben auch etwas DLC für euch. Das ist dann nicht EA, aber also wir wollen kein Geld dafür. Das ist also alles kostenlos. Wir haben ein paar Firmwares modifiziert. Das könnt ihr euch runterladen und installieren. Ihr könnt euch auch unsere Cloud-Emulation runterladen. Aber das Problem ist, ich bin nicht sehr gut mit Python. Das heißt, es ist ziemlich kaputt und nicht sicher. Also setzt das besser nicht für Produktivsysteme ein und tut es auch nicht online. Und ich bin auch sehr glücklich, wenn sich das jemand genauer anschauen kann. Und wir haben auch Bilder und Pinouts und weitere Sachen veröffentlicht. Das findet ihr alle hier auf dieser Domain don'tvacuum.me. Also wir laden das heute Abend nach dem Vortrag hoch. Es gibt noch zwei Sachen, die wir erwähnen möchten. Also zwei Worte der Warnung. Lasst eure Geräte nie also ich möchte jetzt vertrauen nicht der Cloud und ich lasse das einfach nicht ins Wi-Fi. Aber also seid sehr vorsichtig mit gebrauchten Geräten, weil böse Menschen könnten diese bestellen und dann Malware darauf installieren und dann weiterverkaufen. Wenn man das so in Roomba macht, dann könnte man Annahmen machen, welche Leute eher die teuren Geräte kaufen. Und das ist jetzt das Ende unseres Vortrags. Wir möchten zwei Leuten oder zwei oder auch mehr Leuten danken. Dem Simulabs in Darmstadt und Professor Guerra von der Northeastern University. Und wir freuen uns jetzt auf Fragen. Eine Frage. Vielen Dank für die Rede. Wie viele Roboter haben Sie in Ihrer Untersuchung aufgemacht? Insgesamt haben wir 9 davon gekauft. Und alle funktionieren noch. Also 100% Chancen, das erfolgreich zu routen. Es gibt keine geprägten, also keine zerstörten. Du hast gesagt, wenn der ein Staubsauger am Wi-Fi hängt, dann snifft er die ganzen Daten ab und sendet sie ebenfalls zur Cloud? Es gibt mindestens einen Befehl, den Xiaomi senden kann an das Gerät, das dann den Monitor-Mode anmacht und das aktiviert dann TCP-Sniffing. Wir wissen nicht genau, warum man das macht, aber
wir haben nur den String gesehen und gesehen, dass es diesen Befehl gibt, und wir haben da nicht weiter reingeschaut bis jetzt. Also sind die Logs an sich da, aber die werden nicht ausgeführt? Nein, die müssen einen Befehl senden, damit das geht. Aber die Logs gehen die ganze Zeit in die Cloud. Die Logs werden hochgeladen, aber das bedeutet nicht, dass die... Aber gewisse Dateien müssen von dem Befehl generiert werden. Habt ihr in irgendwelche anderen Xiaomi-Devices angeschaut? Das sind jetzt natürlich Spoiler, aber ja, wir haben zum Beispiel ein Smart Leuchtlampen angeschaut und haben versucht, auf diese Zugriff zu kriegen. Also sagen wir mal, wir haben geschafft, sie in deine eigene Cloud zu bekommen, und wir werden das auf der Recon Anfang Februar vorstellen. Eine Frage vom Internet. Habt ihr versucht, den Roboter umzuprogrammieren und eure eigene Software drauf zu schreiben? Also deine Frage ist, ob wir haben vollständigen Root-Zugang, wir können installieren, was wir möchten. Und die Player-Software ist eigentlich Open Source, die wird auch für andere Sachen, auf andere Roboter-Sachen eingesetzt, und ist einfach nur die Standard-Open-Source-Version davon, die sie einfach benutzen, um mit den Sensoren zu kommunizieren des Roboters. War das deine Frage? Ich war nur neugierig. Ihr habt erwähnt, dass ihr es unter USB-D zum Laufen gebracht habt. Ja, das haben wir versucht. Und wir haben herausgefunden, dass man gewisse Strings braucht, wie zum Beispiel ein Root-Passwort, was man in der Regel nicht hat, weil das der Verkäufer in ihrer Datenbank haben. Also das haben sie recht gut gemacht. Also die Authentifizierung ist nicht recht trivial, und es gibt sogar mehrere Level, mehrere Ebenen. Und wenn man dann auf der einer Ebene ist, dann muss man auf eine andere Ebene kommen. Es ist also wesentlich einfacher, das Gerät zu routen und dann das Open Source ADB zu installieren, und dann kann man einfach über USB und mit der ADB Shell darauf zugreifen. Und wenn man das als Recovery Methode haben, dann kann man das so machen. Aber um diese Authentifizierung zu reverse engineering, das ist viel zu schwer. Also es akzeptiert eine erhashte Version des Passworts? Also so eine Challenge Response, was wir dir machen. Und wir haben die erste Ebene, aber es gibt auch noch eine zweite Ebene. Es gibt wahrscheinlich sogar noch eine dritte, wenn man eine Shell haben will. Das ist wie ein Spiel. Habt ihr ein Xiaomi-Stoppsgerät davor schon mal geöffnet? Nein, haben wir nicht. Und der Grund ist, weil wir nicht wollten, dass sie den Bug schließen. Aber es ist eigentlich kein wirklicher Bug, aber... Die Sache ist, sobald das geroutet ist und sobald man die Verschlüsselungsschlüssel hat, dann können sie nichts mehr machen, weil dann kann man seine eigene Firma installieren. Also sobald man den Schlüssel hat, ist man geschützt vor Updates von Xiaomi. Aber wenn wir jetzt einen Roboter bauen und sie irgendwas ändern in ihrer Firma und es nicht mehr funktioniert, dann müssen wir halt wieder von vorne anfangen. Oder man muss halt wieder Aluminiumfolie auspacken. Also gegen diesen Angriff ist es ziemlich schwierig, aber gegen die Hardware, der Hardware-Schachstelle ist es sehr schwierig, sich zu schützen. Aber wenn man, bitte nimmt nicht die Aluminiumfolie, weil man kann, es können schlimme Sachen passieren, man kann seinen MMC rösten. Also wenn du keine Idee hast, was du machst, dann lass die Finger von der Aluminiumfolie. Könnte man dieses Vorgehen auch verwenden, um mehrere Roboter zusammenarbeiten zu lassen? Ja, also die Player-Software kann das von Haus aus. Also man nimmt diese Player-Software, um die kleinen Roboter zu kontrollieren, um
gewisse Sachen zu machen. Die Regel ist, man kann mit dem Gerät alles machen, was man will. How habt ihr das Passwort bekommen oder die verschiedenen Passwörter? Ja, also wir haben die Binaries reverse-engineert und die haben noch alle Bug-Symbole drin, also alle Debug-Symbole drin gelassen. Und dann war es sehr einfach, die Strings auszulesen. Und das war in der Nähe der Grip-Befehls. Und wir wussten nicht, dass es ein Passwort war, aber weil es zu einfach aussah. Aber sobald wir das Passwort hatten für die Audio-Files, dann haben wir das genauer angeschaut und herausgefunden, dass tatsächlich RockRobo das Passwort ist. Das stand alles in den Binaries drin. Vielen Dank.